Hallöchen, meine lieben Zoo-Freunde. Willkommen zu einer neuen Folge. Ja, Planet Zoo Kleintier Wildpark. Heute ist die Galapagos-Riesenschildkröte dran. Meine Güte, Knoten in der Zunge. Auf jeden Fall, ja, die Riesenschildkröte, ganz gemächliche Tiere, sind das, die ich da in den Zoo geholt habe. Und ich habe einfach den Platz ausgebaut, den ich brauchte. Ihr seht es schon, ich habe einfach eine Mauer genommen. Ein kleines Gehege drumherum gebaut, also eine ganz kleine tiefe Mulde. Ihr kennt es ja. Wenn, ansonsten verlinke ich euch die anderen Videos und dann seht ihr das ja, wie ich das mache. Zuallererst wollte ich da, dass die Leute tatsächlich runtergehen können. Deswegen auch so ein ganz kleiner Kampf wieder. Mit dem ganzen Wegetool wieder. Es ist immer sehr, sehr spannend. Ja, wie gesagt, ich wollte, dass die halt da runter können. Und deswegen habe ich den Tunnelmodus angemacht von dem Weg. Und setze da jetzt ganz bewusst dann halt wieder den Weg. Ich meine, es ist schon ein bisschen her, dass ich den gebaut habe. Dass der einfach... Ich musste den Weg eine Nummer kleiner machen, weil sonst hat es einfach nicht gepasst, so von dem... Ja, drumrum von dem Tool her nicht. Und ich wollte es auch nicht zu kantig haben, dass so wie wir das jetzt einfach sehen, wie kantig das ist. Und ja, Trick 17, ich habe einfach meine Tricks mittlerweile gefunden. Barrieren einfach zack zur Seite schieben und dann können wir wunderbar Wege setzen. Leute, das ist so eine Erleichterung, ihr glaubt es gar nicht. Ja, da musste ich jetzt aber nochmal so ein... Huckel machen, das ging irgendwie nicht anders. Das Spiel hat permanent gesagt, nö, mach ich nicht. Ja, müssen wir mit leben. Und ihr seht es ja schon, ich habe halt da dann nochmal Sand reingesetzt, Biom mit reingesetzt. Und ja, man sieht halt auch, wie gemächlich sie unterwegs sind. Also ich muss sagen, sie sind einfach schön. Hätte ich nicht gedacht, dass ich sie so schön finden würde. Ich habe die tatsächlich auch noch nie gehabt. Wie gesagt, sie sind sehr gemächlich unterwegs. Und da bin ich jetzt ganz klassisch am Einrichten, was die Tiere brauchen. Hatte so die Hoffnung, dass sie mehr Sand brauchen als alles andere. Aber dem war nicht so. Ich habe jetzt leider keine Zwischensequenz, wo wir nochmal so erste Reaktionen mit aufnehmen und so... Ja, wie gesagt, verzeiht es mir bitte. Ich wollte aber trotzdem das Video für euch rausbringen, wie ich das gebaut habe und so. Ja, und weiterhin eine Inspiration schaffen für euch. Und ich habe zur Sicherheit, weil die ja so langsam unterwegs sind, diese Schildkröten, glaube, nur ein Trinkbrunnen oder habe ich zwei hingestellt? Ich weiß es gar nicht mehr, weil wie gesagt, es ist schon eine ganze Weile her, dass ich die gebaut habe, diese Gehege. Ja, da setze ich dann jetzt nochmal unebene Hügel mit in das Gehege. Ihr kennt ja das Spielchen. Und perfektes Timing, es hat angefangen zu schneien. Yay, yibbidibidu. Schnee finden sie nicht so toll. Lasst es euch gesagt sein. Finden sie grässlich. Also da schön Heizkörper mit reinsetzen. Und jetzt bin ich schon damit bei, Unterschlupf zu bauen für die Schildkröten. Und hatte so die Hoffnung, dass es reicht. Aber irgendwie reicht es nicht so, was ich da gebaut habe. Letztendlich habe ich dann aber nochmal, ich glaube, irgendwo in der Mitte vom Gehege... was nachbearbeitet, da nochmal so ein, ja, so ein Unterschlupf hingestellt und ja, wollte aber eigentlich nur diesen Stein Unterschlupf haben, habe ihn extra ein bisschen länger nach vorne gemacht, so wie ihr das jetzt hier seht, damit da eigentlich genügend Platz ist. Sollte man meinen, dass diese kleinen Tiere nicht so viel Platz brauchen? Ja, ich weiß, haben wir schon gelernt, ist nicht immer so. Da verlängere ich den jetzt nochmal extra, damit das halt ein bisschen mehr ist vom Unterstand her. Hat alles nichts gebracht. Ja, was soll ich sagen? Passiert. Dumm gelaufen, aber was soll ich dazu sagen? Und letztendlich wird das nur noch eingerichtet, das Gehege. Und ja,
Zum Schluss kommen noch mal ein paar Schwenker, wie es aussieht vom Gehege her. Und da sehen wir auch tatsächlich kleine Babyschildkröten. Also bleibt bis zum Schluss dran. Und ja, ich bedanke mich an der Stelle fürs kurze Zuschauen. Es tut mir leid, dass es nur ein kurzes Video geworden ist. Aber wie gesagt, ich wollte euch trotzdem weiter mit Inspiration versorgen. Und ja, schaut euch noch die letzten paar Minuten an, wie ich hier das Gehege zu Ende baue. Die Schwenker noch mit einschauen, wie süß die kleinen Babyschildkröten sind. Und ich danke fürs Zuschauen. Links und rechts findet ihr zum Schluss noch 2 Videos von mir. Liken, kommentieren nicht vergessen und wir sehen uns in einem nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao schon mal. Thank you.